Okay, wir haben jetzt Text Nummer 2, das ist Feste. Fatima, beginnen Sie bitte mit dem Lesen des Textes. Okay. Auf Ostern freuen wir uns aber jedes Jahr, gehen vor uns in Ostern eine Fest voller Optimismus. Der Winter geht zu Ende, der Frühling kommt in der Sonne. Es ist schon richtig warm und die Tage sind nicht mehr so kurz. Bin und ich machen am Ostersonntag immer eine Osterfrühstück mit bunten Ostereiern. Ostereiern. Vorher Verstecke ich eine Geschenke vor Ben und Ben versteckt eine Geschenke vor mich. Danach muss jeder sein Geschenk suchen. Der andere darf ihm dabei mit Tipps helfen. Das ist total lustig. Mittags total, das ist total, total. Total, total lustig. Mittags gehen wir zu Bens Eltern. Dort gibt es Lammbraten. Lecker. Lisa und Ben zurecht. Okay, Fatima, vielen Dank. Fatima, was bedeutet Geschenk? Geschenke dir. Und was bedeutet Ostern? Ostern in Gepäck. Eden, was richtig. Und voller Optimismus. Optimismus? Optimismus bedeutet voller Optimismus. يعني هو مفاجأة بس يعني هنا تفاؤل. يعني يتفائلون بالأوستن. Wir haben das gesagt. Also, worüber spricht der Text hier? Der Text spricht über Ostern. Über Ostern, ja. Fatima, feiern Sie Ostern hier auch im Irak? Feiern wir Ostern? Nein. Nur die Christen feiern hier Ostern. Richtig, vielen Dank, Fatima. Vielen Dank, sehr gut.